Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal beim Käfer. Man sieht es, glaube ich, im Hintergrund. Ich war heute schon fleißig. Wahrscheinlich sieht man es, ich bin eventuell etwas dreckig in der Fresse. Keine Ahnung, ich habe mich selber noch nicht im Spiegel betrachten können. Jo, auf jeden Fall habe ich heute den ganzen Tag herumgeschleift wie ein Wahnsinniger. Ich zeige euch jetzt das Ergebnis. Ich habe den ganzen Tag den ganzen Vorderwagen geschliffen, soweit wie man das hier so sieht. Ein, zwei Löcher habe ich jetzt da vorne noch gesehen, die habe ich zugeschweißt noch kurz. Außerdem habe ich diesen Hupenträger runtergebohrt. Man sieht, ich habe den sehr professionell wieder angeschweißt. Aber er hält bombenfest. Also da kannst du das ganze Teil heben, also die ganze Hütte heben. Also das hält jetzt auf jeden Fall wieder. Ja, auf jeden Fall habe ich den ganzen Radlauf geschliffen. Das ging eigentlich am schnellsten und am schönsten. Und dann habe ich mich hier drinnen etwas verwirklicht. Man sieht es, es ist überall schon Brunox oben. Ich habe das mit Bremsreiniger gereinigt. Und ja, ist eigentlich relativ schön geworden. Dort, wo es besonders lila ist, ist noch ein bisschen Rost. Man sieht es. Da werde ich mir morgen eventuell noch irgendwo so kleinere Aufsätze holen, damit ich da noch überall reinkomme. Ist ein bisschen eine Kacke hier mit diesen tausend Ecken und Kanten. Ja, das verfolgt mich jetzt noch ein bisschen, aber das ist ehrlich gesagt die beschissenste Arbeit, die man machen kann. Das Teil hier putzen und blanken. Sandstrahlen wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber ja, dann hat man halt wieder überall in den Hohlräumen, die hier auch zu Genüge überall sind, den ganzen Sand drinnen. Und das ist halt irgendwie auch nicht so geil. Ja, also das sieht eigentlich schon recht gut aus, muss ich sagen. Wie gesagt, an die Ecken und an die ganz kleinen Ecken bin ich jetzt mit dem ganzen Zeug, was ich hier so habe, nicht wirklich gekommen. Man sieht auch, ich habe die Drahtbürste benutzt, bis es nicht mehr weiter geht. Also ja, ziemlich krass, würde ich sagen, ziemlich heftig. Auf jeden Fall habe ich schon öfter bemerkt, dass Brunox den Dreck ein bisschen hebt. Und da hoffe ich jetzt halt in diesen Kanten, wo man eben so schwer reinkommt, dass Brunox halt ein bisschen arbeitet über Nacht und eventuell den Dreck ein bisschen löst, dass ich da halt dann morgen eventuell ein bisschen leichteres Leben habe. Ja, es geht hier eigentlich nur um den Lack, dass der Lack hier gut hält. Und eigentlich wären diese Stellen, denke ich mal, gar nicht so kritisch. Ich hoffe halt zumindest, dass dieses Fahrzeug nie wieder einen Winter sehen wird. Deswegen wird das alles nicht so tragisch sein, aber natürlich fürs gute Gewissen muss das alles schön sein und blank sein und kein Rost mehr irgendwo sein und so. Morgen werde ich wahrscheinlich diesen Radlauf hier hinten noch angehen, dass das alles schön blank ist und so. Und dann werde ich, wenn ich Zeit habe, diese Geschichten noch sandstrahlen, so wie das da unten da. Und auch diese Kuhle, da kommt man ja auch wieder nicht recht gut rein. Und bei diesen Dingen halt. Also das werde ich alles, soweit es geht, sandstrahlen probieren. Und falls ich den Dreck in diesen Löchern und Ecken hier nicht wegbekomme, werde ich da auch noch kurz sandstrahlen. Dann ist das auch weg. Und ja, dann ist eigentlich alles ziemlich geil. Dann muss ich mir endlich eine Lack hier dann muss ich mir endlich eine Lackierpistole kaufen. Und dann geht es eigentlich voll ab. Also die Sachen hier, die kann ich noch mit dem Pinsel pinseln, also alles dieses Zeug hier. Aber es wäre halt alles sehr viel schöner mit einer Lackierpistole. Da muss ich mich aber noch ein bisschen informieren und ein bisschen schauen, was da gut ist, was ich da brauche, mit wie viel Druck man dann arbeitet und das ganze Zeug. Also da muss ich ein bisschen muss ich mich noch informieren. Soweit eigentlich schon ganz gut für einen Tag. Nur dieses Ding hier, Alter, das ist schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber ja, für einen Tag ganz geil. Morgen geht's hier weiter, da werde ich dann eventuell wieder ein bisschen filmen. Heute war ich ein bisschen filmfaul. Ja, genau. Also sehen wir uns dann quasi für mich morgen wieder. Leute, harter Schnitt, aber ich war auf einem Teilemarkt und habe mir ein paar Teile geholt. Ja, also einen Ganghebel und einen Kickstarthebel. Bei dem Ganghebel bin ich mir jetzt schon sicher, dass der nicht passt. Ja, ich habe mich da jetzt 2 Stunden lang durch alle möglichen Teile gewuselt, bis ich endlich einen Kickstarterhebel gefunden habe. Das war schon, also einen kompletten mit allen Teilen dran und so. Das war echt schon eine Herausforderung. Und den Ganghebel, naja, ich habe dann einfach irgendeinen gegriffen, genommen und habe gesagt, hier 10 Euro, danke. Aber ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, der passt nicht, aber jetzt werden wir das mal kurz probieren, würde ich sagen. Naja, Leute, also ich sag's mal so. Ich glaube, das war der Glücksgriff des Jahrtausends. Das passt sogar. Zwar nicht jetzt perfekt, aber es passt. Ziemlich geil. Der Kickstarterhebel ist auch oben. Passt auch genau. Das Schöne ist, der geht jetzt auch beim Fußbrett vorbei. Da habe ich noch mit dem Daumenblatt. Also alles ziemlich geil. Alter, habe ich schon wieder mega Glück gehabt. 25 Euro und der andere Hebel 10 Euro, 35 Euro. Ja, ich würde sagen, das Ding ist komplett.
Na gut, ich muss sagen, die Tachowelle fehlt mir noch. Also, er hat bis jetzt noch keine Tacho, das Ding. Aber sonst ist es komplett. Im letzten Video habe ich gesagt, ich will eine Suicide-Schaltung verbauen. Das habe ich jetzt aber gemerkt, das geht leider nicht. Also, ich weiß nicht, wie da die Harley-Getriebe sind. Aber wenn auf dieser Schaltwelle zu viel Gewicht oben ist, dann will es immer schalten. Und das ist halt scheiße. Also, das darf halt nicht sein. Und dieser Hebel hier, der wiegt halt so gut wie nichts. Und wenn ich hier jetzt einen Lenkerhebel drauf mache mit Griff zum Schalten und so, das wird alles zu schwer. Also das wird leider so nicht funktionieren. Eventuell mit Seilzügen oder so könnte ich mir eventuell nochmal was einfallen lassen. Aber vorerst ist es einfach eine Fußschaltung. Scheißegal. Jo, ziemlich geil eigentlich. Hat sich schon wieder gelohnt, zwei oder 2,5 Stunden Teile suchen. Übrigens war ich Sprit holen und ich habe den Auspuff festgemacht. Alles ziemlich cool eigentlich. Jetzt werde ich es mal starten und dann schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert mit dem Fußschaltding. Also kleiner Spoiler, ich bin schon ein paar Meter damit gefahren, aber mit der Zange, die ich da oben hatte, war das einfach nicht witzig. Außerdem wollte sie die ganze Zeit runterschalten. Also das war nicht so geil. Jetzt mit dem neuen Hebel schauen wir mal, was passiert. Es riecht immer noch heftig nach Rasenmäher. Also es ist definitiv noch immer zu viel Öl drin, aber sie läuft, saugeil. Jetzt fahre ich mal kurz eine Runde und schaue mir mal an, ob ich alle Gänge schalten kann. Tja, ich würde sagen, das hat jetzt eigentlich gar kein eigenes Video mehr verdient, deswegen kommt das jetzt alles hier rein. Aber es ist eigentlich soweit fertig, das Ding. Also alles ziemlich geil, außer ich, ex keine Ahnung, außer mir explodiert der Motor oder so, dann wird es eventuell noch ein Video geben. Aber sonst eigentlich fertig. Deswegen, yo, haltet die Ohren steif, vielleicht sieht man es nochmal auf dem Kanal. So, ich denke, man hat es gesehen, stundenlange Kleinstarbeit. Habe ich jetzt die Ecken hier rausgeschliffen. Überall, alle Ecken. Ja, ist eigentlich ziemlich geil geworden, muss ich sagen. Das sieht hier jetzt überall so ein bisschen braun aus. Da hat das Brunox schon gewirkt. Das jetzt runterschleifen hat, denke ich, keinen Sinn. Aber wahrscheinlich, wenn alles dann soweit klappt, werde ich das wahrscheinlich sowieso noch mal runterschleifen, das Brunox. Man sieht es ja auch, hier sieht es auch aus, als wäre es rostig. Das ist aber eigentlich nur Brunox, das halt hier arbeitet. Alles, was ich jetzt nochmal geschliffen habe, bekommt nochmal Brunox. Und jo, geil. Dann geht's eigentlich ab. Dann kann ich heute das Stück schon mal grundieren. Also zumindest das hier und den Vorderwagen. So, alles geschliffen und mit Brunox eingelassen. Sieht doch alles schon mal ganz geil aus, soweit würde ich sagen. Jo, genau. Das bedeutet, jetzt habe ich 10 Minuten Pause. Und dann hoffe ich, dass das schon relativ angezogen hat. Dann wird alles angeschliffen und grundiert. Woo! So, liebe Leute, es fühlt sich so an, als hätte ich dieses Wochenende relativ viel weitergebracht. Sieht zumindest ziemlich gut aus, würde ich sagen. Also ist schon echt geil geworden. Jetzt sieht man natürlich alle Dellen, die er überall hat, noch besser mit dem Weiß. Also Weiß ist nicht eine gute Farbe fürs Auto, würde ich denken. Da sieht man alle Dellen und Wellen und so. Ja, auf jeden Fall ist jetzt alles grundiert. Zumindest mal das untere Zeug alles ziemlich geil. Jetzt werde ich noch kurz die Stellen, wo ich geschweißt habe, so wie diese Ecken und so, das werde ich jetzt
mit Karosseriedichtmasse noch kurz einstreichen. Und ja, dann könnte ich eigentlich pinseln. Also ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich das dieses Wochenende noch mache. Aber ich habe noch Zeit. Heute bin ich relativ schnell und gut fertig geworden mit allem, was ich mir vorgenommen habe. Deswegen habe ich noch Zeit. Also ich denke, ich räume jetzt zusammen oder räume jetzt ein bisschen auf und dann werde ich, denke ich, pinseln. Mega geil. Geiler Scheiß. Ich habe jetzt alles gepinselt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Man sieht, es hat Struktur vom Pinsel und ein paar Farbkanten hat man natürlich auch, weil man mit dem Pinsel halt einfach nicht so schön dosieren kann, wie mit der Pistole oder mit der Dose. Ist aber ganz geil. Ich würde sagen, ist trotzdem ziemlich geil, obwohl es mit dem Pinsel nicht so geil aussieht. Und natürlich überall, man sieht es glaube ich in der Spiegelung, so ein paar Lackkanten sind, weil du irgendwo wieder zu viel Lack drauf gegeben hast. Aber ja, stört mich eigentlich wenig, das sieht man dann sowieso nicht mehr. Ja, ziemlich geil, gefällt mir gut. Ich habe mir leider viel zu viel Lack gemischt. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte gebraucht, 200 Milliliter ungefähr. Also mit Verdünnung dann, also mit Härter dann 250 Milliliter ungefähr. Sollte eigentlich reichen. Also ich habe mir die doppelte Menge gemacht, als ich eigentlich bräuchte. Also ich habe mir 400 Milliliter gemacht, das war ein bisschen zu viel. Oder 500 mit Härter halt. Wie gesagt, ich finde, es ist geil. Ich finde, das war relativ erfolgreich dieses Wochenende. Also es hätte weniger passieren können, es hätte mehr passieren können. Ja, wenn das nächste Woche trocken ist, werde ich mir, denke ich mal, in die Radläufe und überall, wo unten halt ist, Unterbodenwachs raufgeben, genauso wie hinten. Also natürlich vorher alles nochmal mit Bremsenreiniger reinigen, überall Unterbodenwachs rauf. Und dann werde ich die Hütte, denke ich, wieder hinstellen. Eventuell könnte ich die Geschichte hier noch machen. Da sind ein paar Löcher. Am Anfang wollte ich die zuschweißen, aber ich weiß, dass das Loch sowieso original ist. Und eigentlich sind mir die Löcher egal, aber es muss auf jeden Fall entrostet werden. Also die zwei Geschichten werde ich noch entrosten. Und dann werde ich die Hütte, denke ich, wieder hinstellen. Ziemlich cool. Also war ein cooles Wochenende. War echt geil. Muss ich sagen, hat sich gelohnt. Ja, danke fürs Zusehen. Das war's mit dem Video. Was ich nächste Woche mache, weiß ich noch nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Video. Jetzt bin ich gerade wieder mega motiviert, wo das mit dem Lack so gut funktioniert hat. Da werde ich jetzt den Vater fragen, ob er die, keine Ahnung, 200 Milliliter Lack noch brauchen kann oder ob ich sie wegleere. Keine Ahnung. Schade drum wär's. Kostet doch ein bisschen Geld, aber was soll's. Na gut, lasst mir gerne Abo, Kommentar oder irgendeinen anderen Scheiß da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.